Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu Kirby und das vergessene Land. Ja, seit dem letzten Mal habe ich hier noch Sternchen abgeräumt, abgesehen von dieser einen Quest hier, also von dieser Nebenquest hier mit dem Meteorite-Schwertschatz, und die erfüllen wir als allererstes. Die sollte easy werden. Er fragt euch bestimmt, warum ist Honey jetzt nicht hier, obwohl ich ihn so breit angekündigt habe. Ganz einfach, er hatte leider keine Zeit. Ich gucke aber, dass er in der nächsten Welt safe dabei ist. Gut, dass ich mir vorher den Angriffsboost geholt habe. So, die sind weg. Einfach Häschen kloppen. Wie man es in der Grundschule gelernt hat. Ja, in der Grundschule haben wir Häschen kloppen gelernt. Und nichts anderes. So, tschüss. Ja, zack. Zum Glück habe ich immer eine Maxi-Tomate dabei. So, und weg ist er. Ich hoffe, das war schnell genug. Es war schnell genug. Ich weiß aber nicht, ob der Angriffsbooster so einen riesen Unterschied da jetzt gemacht hat. Ob ich es jetzt schaffe oder nicht. Ich gucke jetzt, diese Welt will ich halt wirklich jetzt durchziehen, die jetzt kommt. Und danach will ich safe den Sunny einmal dabei haben. Ich gucke auch vorher diese Multiplayer-Spiele nicht an. So, auf zur verbotenen Insel. Wir müssen noch eine Freundin treffen und unsere Elfilin. Jetzt sind wir in der Wüste. Die Wüste-Wiege des Lebens. Das schaffen wir. Die Musik gefällt mir auf jeden Fall. Oh, du siehst cool aus. Und bist lecker. Bestimmt schon was übersehen. Dass ich den Entdecker hier kriege, das habe ich mir sogar irgendwie teilweise gedacht, weil das so wüst einfach passt. Eine Schlange? Eine Schlange, die eine Schatztruhe bewacht. Ah, so spielen wir heute wieder. Okay. Wenn hier schon so breit ist, dann ist hier doch bestimmt was versteckt. Ich soll bestimmt hier zwischen den Knochen gucken. Wer von euch hat hier einfach sein Mistchen gelegt? Wer von euch konnte sich nicht beherrschen und musste sich einen saufen? Muss ich doch, Geheimweg. Muss Knöpfchen drücken. Muss das alte Geheimnis der Ägypter lüften. Nicht in die Grütze fallen. Hat jetzt einfach gar keinen Unterschied gemacht, dass ich da hinten lang gegangen bin. Aber hierfür brauche ich definitiv den Entdecker. Gut gezielt. Getroffen. Triff liegende Ziele. Okay. Ich brauche definitiv den Entdecker das ganze Level über. Und was ist das für ein komisches Ding? Ich mache mal sicherheitshalber kaputt. Oh, ich kriege den Ringstopper.
Die Dinger sehen irgendwie putzig aus. Oh, diese Sandhügel, die kann man wegpusten. Ja, unter einem von dem ist bestimmt was versteckt. War im vorherigen Gebiet was? Das kann man nur weg mit Wasser machen. Das weiß ich noch. Einfach mal gucken. Ich soll nochmal gucken, etwas übersehen. So, hab nachgeguckt. Da kann ich wahrscheinlich nicht drüber. Außerdem sollten wir eh, wenn dem Weg eher folgen. So, da war auch was drunter. Tschüss. Boah, ich will einfach nur gucken, ob die Schlange irgendwas ist. Ja, die kann mich essen. Ziel erfüllt. Schlänglein, bitte stirb. Mag nicht gegessen werden. Ich bin dazu da, euch zu essen, nicht umgekehrt. Das sieht doch schon wieder nach einem Geheimweg aus. Denke ich immer. Dann lande ich da, wo ich vorher auch schon war. Hier sind Ketten. Die Ketten, was bedeuten? Besiege den zurückgelassenen Skushi. Okay, einfach irgendeinen Typen verprügeln. Nettes Spiel. Tschüss. Warte. Tschüss. Ich muss die Dinger alle wahrscheinlich einmal anpusten. So. Und da ist das vierte etwas, was ich brauche. Da ist der Thunfischdose. Das war's wert. Das war's sowas von wert. Ja. Gewonnen. Ich habe damit das Spiel durchgespielt. Ich wollte schon sagen, die Dinger sehen so brüchig aus. Nee, ich muss unter denen durchlaufen. Ich wollte gerade gucken, ob ich einfach an denen vorbei kann. Hier sieht auch schon wieder nach einem Geheimweg aus. Diesmal ist es auch einer offenbar. Ah, hier komme ich mit dem Teil nicht hoch. Ach, die ist schon wieder. Easy. Und tschüss. Ich weiß nicht, brauche ich die? Scheinbar ja nicht. So, geben die jetzt den Schlüssel für den Waddle Dee? Ja. Ich brauche ja eher den Flieger. Ach, den Flieger. Ich den Schützen, weil ich fliegende Ziele ja abschießen muss. Ah. Gerettet. Brauche ich einen Ringstopfer nochmal? Oh, noch eine Kiste. Kristall-Igel-Blaupause. Oh, ein neuer Igel. Ist bestimmt krass. Ich habe sie alle zum Einsturz gebracht. Eventuell könnte ich mir vorstellen, so drumherum laufen, dass keins von denen einbricht als eine der Herausforderungen. Obwohl, das wäre ja eigentlich sehr, sehr einfach. Das wäre viel zu einfach. Ich finde es so schön, dass der Schütze teilweise Auto-Aim hat. Kann ich wenigstens nicht daneben schießen. Ja, guck
guck mal, die brechen schon ein, wenn ich in die Nähe komme. Ich muss nicht mal davor stehen. Jetzt kommt, ich brauche Feuer. Oh, jetzt werden die Dinger gefährlich. Um Gottes Willen, die fallen gleichzeitig um. Hier ist definitiv irgendwas zu pieksen. Erstmal alles zum Einsturz bringen. Und zurückgehen. Warte mal. Den können wir ruhig schon mal einstürzen lassen. Ah, so funktioniert das. Ich lasse die Teile da drauf prasseln. Okay, das ist interessant. Das ist richtig cool. Und noch eine Kiste. Alter, ich krieg richtig viele von diesen Kapseln. Ich habe mir diesmal auch bisher noch keine von diesen Seriendingern gekauft, ne? Okay, irgendwo muss ich eins ausgraben, dass er da trifft. Da. Oh, Secret. Warte. Stopp. Eventuell brauche ich den ja nochmal. Kann ja sein. Ich kriege hier eh eingeschenkt. Oh. Das ist ja richtig ekelhaft. Okay, hier einen kurzen Moment stehen bleiben. Und hier jetzt einfach durch. Ich sehe schon, wie das hier jetzt funktionieren soll. Erst bringe ich das zum Einsturz, damit ich mich hier in Sicherheit bringen kann. Lass das einstürzen. Und gönn mir dann Waddle. Okay, das war easy. Ich wette mit euch, ich habe 100% schon was übersehen. Ich finde das im Übrigen immer schön. Onscreen brauche ich irgendwie immer 15 Minuten für jedes Level und Offscreen bin ich in 5 Minuten durch. Ist auch immer interessant, diese Zeitdifferenz. Na gut, da kommt aber natürlich dieser Unterschied dazu. Offscreen gucke ich nur, wo könnte jetzt das Geheimnis sein? Onscreen gucke ich... Ja komm, einmal durchrasseln. Ich habe allein doch schon 2 Ziele nicht gesehen. Wo waren diese Ziele? Bestimmt irgendein versteckter Weg. Zurückgelassener Squishy, trifft fliegende Ziele. Oh, Federina mit dem Ringstopfer besiegen. Oh, Hammer Kirby. Ich habe manche von denen jetzt schon so oft. Ja. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, wo das ganze Zeug war. Ich nicht. Auf der Suche nach der Oase. 2 Waddles muss ich retten. Und da ist eine Herausforderung. Aber erst holen wir uns den Kristalligel. So, Waddle die Stadt. Oh, wir sind schon bei 42%. Wir haben das Spiel bald durch. Das Spiel ist ja schneller durch als gedacht. So, Kristalligel. Dann können wir den Igel komplettieren. Ich weiß nicht, ob es noch eine 4. Form gibt. Weil in den Kostümchen. Aber ich denke mal nicht. Oh, der Kristalligel hat ja mal mega viel Power. Ja, das können wir überspringen. Kristalligel! Oh, das sieht ja richtig cool aus. So, warte, was kann der Kristalligel? Oh, wie hübsch. Autsch und spitz. Lässt du beim Räumen den Knopf los, feuerst du spitze Kristalle ab. Mit dieser Variante rollst du länger und hinterlässt eine Stachelspur. Oh, der ist ja richtig cool.
Okay, der Kristalligel gefällt mir. Der sieht richtig cool aus. Und ist wahrscheinlich auch mega strong. Okay, wir haben zwei Herausforderungen. Ach nö, kolossales Schwert. Das geht in die Hose. Zack. Ich finde das kolossale Schwert halt einfach nur Müll. Damit kannst du so Blockschaden machen, aber das ist so arg langsam. Und das ist so arg langsam, das Schwert. Und jetzt natürlich auch noch zwei kolossale Bosse. Es kann doch nicht funktionieren. Ja komm, heb den Schild weg. Ich bezweifle, dass ich schnell genug war. Wahrscheinlich 1,30 ist die Zeit. Ich bezweifle es halt wirklich stark. Nee, 1,20 sogar. Okay, das wird ätzend offscreen. Weil das kolossale Schwert ist halt wirklich nicht zu gebrauchen. Spielzeughammer. Mit dem Spielzeughammer kann man arbeiten. Der letzte Hammer ist bestimmt der von Didi. Oh, ich soll Nägel mit Köpfen schlagen. So. Einfach die Gegner ignorieren nach Möglichkeit. Wenn ich sie mit erwische, dann ist es glücklicher Zufall. Gut, dass ich die nicht genau treffen muss. Okay, das war easy. Das war richtig easy. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt für heute. Beim nächsten Mal suchen wir eine Oase, soweit ich das gesehen habe. Dann können wir auch den Kristalligel mal ausprobieren. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Tschüss!